Altersrente mit Abschlag in eine andere, günstigere oder ohne Abschlag wechseln? Geht das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Guten Tag, Herr Knöppel. Ich bin am 21.01.1960 geboren und habe 35 Versicherungsjahre. Mein Wunsch wäre es, am 1.02.2024 in Rente zu gehen. So viel wie ich weiß, mit 8% Abschlag. Aktuell habe ich ein künstliches Kniegelenk bekommen und würde nach voraussichtlichen Rentenbeginn dann wahrscheinlich noch ein zweites bekommen. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Knöppel. Wenn ich eine gewisse Zeit nach Rentenbeginn mit Abschlag dann 50% schwerbehindert bin, bleibt dann der prozentuale Abschlag gleich oder wird dieser dann angepasst? Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Altersrente beziehen und dieser Bezug dieser Altersrente, der Rentenbescheid, ist bestandskräftig, dann ist der Wechsel von einer Altersrente in die andere Altersrente nicht mehr möglich. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wo das steht. Und zwar im Paragraph 34 SGB 6. Gucken wir hier einfach mal rein. Sie sehen hier oben Paragraph 34 SGB 6, Sozialgesetzbuch Nummer 6, Voraussetzungen für einen Rentenanspruch. Und da steht dann im Absatz 1: Versicherte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf eine Rente und so weiter. Und dann, uns interessiert natürlich, wo das steht, dass ein Wechsel sozusagen von einer Rente in die andere ausgeschlossen ist. Das ist der Absatz 2. Nach bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs einer solchen Rente ist der Wechsel ausgeschlossen in eine Rente wegen Erwerbsminderung, Erziehungsrente oder anderen Rente wegen Alters. Und genau hier im Paragraph 34 Absatz 2, also hier 34 Absatz 2, Ziffer 3 SGB 6, ist genau die Antwort auf die Frage unseres Mandanten, ob er denn dann einen besseren, vielleicht auch gar keinen Abschlag mehr bekommt, wenn er dann nach seiner schon bewilligten Rente nochmal einen neuen Antrag stellt, zum Beispiel auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und das ist nach Paragraph 34 SGB 6 nicht mehr möglich. Ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz die entsprechende gesetzliche Vorschrift. Also, meine Damen und Herren, das heißt für uns, dass wenn Sie eine Altersrente mit Abschlag beziehen, dass dann der Wechsel in eine andere Altersrente, vielleicht sogar ohne Abschlag, wenn die dann später erfolgt, nicht mehr möglich ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.